hat um 3 Uhr zum Schneien begonnen. Wir haben dann anschließend gleich alarmiert um 3.30 Uhr. Unsere Fahrzeuge waren ja vorbereitet, haben wir dann noch befüllt und bestückt und sind dann um 3.45 Uhr hinausgefahren mit den Straßenfahrzeugen. Anschließend wurden dann alarmiert ab 4 Uhr die ganzen Gehsteigreiniger. Wir haben auch an die 7 Kilometer Gehsteige zu reinigen und zu betreuen von Schulen, Kindergärten, öffentliche Gehsteige. Die sind dann auch gekommen und haben dann auch ihren Einsatz begonnen. Selbstverständlich gibt es einen Räumungsplan, der wird am Anfang des Winters schon festgelegt. Jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Strecke, die er durchfahren muss, genauso wie die Handpartie, also das heißt die, die die Gehsteige räumen müssen, beziehungsweise die Übergänge oder die Traktoren, die die gemeindeeigenen Gehsteige räumen müssen. Und jedes Fahrzeug hat seinen speziellen Plan und weiß ganz genau, was er zu tun hat. Wir haben hier 4 Straßenfahrzeuge im Einsatz. Wir haben auch 4 Pritschenfahrzeuge im Einsatz, die eben diese Gehsteigreinigungen durchführen. Und dann haben wir noch 3 Kleintraktoren, auch was Gehsteig unterstützend, diese Arbeiten übernehmen. Wir haben 18 Leute, 18 Personen im Einsatz, inklusive Traktoren und inklusive Gehsteigpartie, sind 2 Mann meistens. Bei den LKWs sind wir 1 bis 2 Mann besetzt, Traktoren mit 1 Mann besetzt. Wir haben eine GPS-Aufzeichnung für jedes Fahrzeug. Wir zoomen hier auf den Ort hin und sehen dann schon verteilt die Fahrzeuge, wo sie ihren Einsatz jetzt tätigen. Da sieht man dann eindeutig, wo der schon überall gefahren ist, seine Strecke. Hier ist unsere Zentrale, unsere Basisstation, wo er abgefahren ist. Und der hat halt diesen Bereich da herum mit diesen Siedlungen im Altort, also bis zur Grenze zum Gießübel hin, jede Gasse abgefahren. Wir streuen durchwegs mit Salz, beziehungsweise ein Fahrzeug, ein LKW mit Sohle. Reines Flüssigsohle, also da kommt kein Streusalz dazu. Und das muss halt immer wieder geladen werden. Wir haben aber auch im Ortsgebiet mehrere Stellen für die kleinen Traktoren, dass sie nicht jedes Mal von ganz oben herunterfahren müssen. So kleine Silos stehen, wo sie betanken können. Die Fahrer sind geschult, dass sie auch die richtige Menge, Streumenge einsetzen. Bei diesem Schneefall, so wie es heute ist, am wichtigsten ist die Verpflichtung der Räumung und dann anschließend so sparsam als möglich mit dem Streugut umzugehen. Wir haben heute 20 Gramm pro Quadratmeter Salzeinsatz gehabt und bei dem Sohleeinsatz haben wir 40 Milliliter gehabt. Also nach der Räumung wird dann 40 Milliliter pro Quadratmeter aufgetragen. Hier ist auch wichtig, dass man eventuell sogar präventiv streut, dass wir auch schon im Vorfeld eine Fahrbahn haben, wo diese Sohle aufgetragen wurde, dass beim Einsetzen eines Eisrings oder bei Glatteis oder auch bei Schneefall nicht gleich einmal der Schnee so haften bleibt und nicht Glatteis entsteht. Schwierigkeiten sind abzuschätzen, wann der Einsatz beginnen soll, wie die Straßenverhältnisse sind. Das ist für mich heute als Hauptverantwortlicher die schwierigste Aufgabe. Man muss auch den Fahrern und den Mitarbeitern eine Pause gönnen und dann bis am Abend hineinfahren. Also das kann gehen bis 22 Uhr oder sogar ein bisschen länger. Sollte der Schneefall auch durchgehen, beenden wir es so um 22 Uhr und starten dann neu um 2.30 Uhr, 3 Uhr am nächsten Tag, sollte es auch so durchschneien.